Hallo und herzlich willkommen zu Mrs. Crime, dem True Crime und Mystery Kanal auf YouTube. Heute gibt es ein kurzes Video zu bekannten Personen aus der Öffentlichkeit, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind und bis heute als vermisst gelten. Eine Triggerwarnung sowie die Links zu den Fällen findet ihr unten in der Beschreibung. Der wohl bei uns in Deutschland bekannteste Fall eines Promis, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist, ist der Vermisstenfall von Daniel Kaiser-Kübelböck. Daniel Kaiser-Kübelböck, geboren am 27. August 1985, wurde durch seine Teilnahme im Jahr 2003 in der RTL-Show Deutschland sucht den Superstar bekannt und war auch danach als Entertainer sowie als Unternehmer erfolgreich. Im September 2018 machte Daniel Kaiser-Kübelböck eine AIDA-Kreuzfahrt von Hamburg nach New York City. Vor der Küste Neufundlands, einer Insel in Kanada, wurde Daniel am 9. September als vermisst gemeldet. Man vermutete, dass er an Bord des Schiffes von Deck gesprungen ist. Die Suche nach Daniel wurde sofort gestartet, aber trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und der Einbeziehung von Schiffen und Flugzeugen konnte er nicht gefunden werden. Schließlich wurde bereits am 10. September die Suche eingestellt, da die maximale Überlebensdauer im kalten Wasser inzwischen überschritten war. Das Verschwinden von dem damals 33-Jährigen löste eine Welle der Bestürzung in der breiten Öffentlichkeit aus. Viele fragten sich, was zu seinem Verschwinden geführt haben könnte. Es wurde berichtet, dass Daniel Kübelböck in der Vergangenheit unter psychischen Problemen gelitten hatte. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er an den sozialen Medien geschrieben, dass er sich als Frau identifiziert. Auch auf dem Kreuzfahrtschiff trat er mit dem weiblichen Namen Lana Kaiser auf. Die Behörden gehen heute von Suizid aus. Im August 2020 wurde Kübelböck vom Amtsgericht Passau für tot erklärt. Der nächste Vermisstenfall liegt schon eine Weile zurück. Antoine de Saint-Exupéry, geboren am 29. Juni 1900, ein französischer Schriftsteller, ist den meisten wohl durch seinen weltweiten Bestseller Der kleine Prinz bekannt. Antoine war außerdem Pilot und im Zweiten Weltkrieg als solcher im Einsatz. Am 31. Juli 1944 verschwand er während eines Fluges über dem Mittelmeer. Das Verschwinden des damals 44-Jährigen war ein Rätsel, das jahrelang ungelöst blieb. Sein Flugzeug wurde nie gefunden. Viele, viele Jahre später, im Jahr 1998, fanden Fischer beim Säubern ihrer Netze ein Silberarmband, das Antoine gehörte. Daraufhin wurden Suchmannschaften ausgesandt, die auf dem Grund des Mittelmeers das Wrack des Flugzeugs entdeckten. Es wird vermutet, dass er von einem feindlichen Flugzeug abgeschossen wurde oder dass er einen technischen Defekt hatte und ins Meer stürzte. Daniel Lind Lagerlöf, geboren am 6. Februar 1969, ist ein schwedischer Regisseur und Filmemacher und vor allem für sein Mitwirken an Krimi-Film und Serien bekannt, die auch in Deutschland im Fernsehen liefen. Im Oktober 2011 machte sich Lagerlöf an der malerischen Steilküste in einem Naturschutzgebiet im Westen von Schweden auf die Suche nach Drehorten für seinen nächsten Film Strandritter. Seitdem gilt er als spurlos verschwunden. Kurze Zeit später wurden bei der Suche an den schwer zugänglichen Küstenstreifen Leichenteile angespült. Allerdings, so stellt sich später heraus, stammten diese nicht von Lagerlöf, sondern stehen im Zusammenhang mit einer Mordserie und stammten von einer von vier Personen, die seit 2008 ebenfalls vermisst wurden. 2 Jahre später, im Jahr 2013, fanden Hobbytaucher erneut Knochen. Bestätigt wurde aber nie, ob diese Knochen von Lagerlöf stammten. Richie James Edwards, geboren am 22. Dezember 1967, war ein walisischer Musiker, der als Gitarrist und Texter der Band Manic Street Preachers, die bis heute über 5,4 Millionen Tonträger verkauft hat, bekannt wurde. Seit Februar 1995 wird Edwards vermisst. Er sollte eigentlich auf eine Werbetour in die USA reisen. Sein Auto wurde nach seinem Verschwinden an der Severn Bridge gefunden, einem bekannten Platz für Suizidgefährdete. Edwards litt an schweren Depressionen, hatte sich aber 1993 gegen Suizid ausgesprochen. Seine Eltern hatten ihn dann 2008 für presumed dead, also vermutlich tot, erklären lassen. Die Manic Street Preachers zahlen bis heute 25% der Tantiemen auf ein separates Konto ein, auf das Edwards zugreifen könnte, falls er wieder auftaucht.
Karl Erri van Haub, geboren am 2. März 1960, ein deutscher Milliardär und Unternehmer, war bis zu seinem Verschwinden Geschäftsführer der Tengelmann-Gruppe, zu der unter anderem auch der Textildiscounter Kick sowie Beteiligungen an anderen Firmen wie unter anderem Obi gehören. Er verschwand im April 2018 während einer Skitour in den Schweizer Alpen und wurde seither nicht mehr gesehen. Karl Erri van Haub war ein erfahrener Skifahrer und hatte sich allein auf die Tour begeben, um sich auf einen bevorstehenden Wettbewerb vorzubereiten. Als er am Abend nicht wie geplant in sein Hotel zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet und eine umfangreiche Suchaktion wurde gestartet. Trotz der Bemühungen von Rettungskräften und Freiwilligen wurde er nicht gefunden und es blieb unklar, was mit ihm passiert war. Einige Monate später wurde die Suche eingestellt und die Behörden gingen davon aus, dass er in den Bergen ums Leben gekommen sei. Es gab allerdings auch Spekulationen darüber, dass er absichtlich verschwunden ist. Im Jahr 2021 wurde Karl Erri van Haub für tot erklärt. Inzwischen hält sein Bruder Christian Haub als Gesellschafter die meisten Anteile im Unternehmen der Tengelmann-Gruppe. Joe Pitchler, geboren am 14. Februar 1987, war in den späten 90ern und frühen 2000er Jahren ein aufstrebender US-amerikanischer Schauspieler, der in mehreren Film- und TV-Serien mitwirkte. Kennen wird man ihn eventuell aus den Beethoven-Filmen. Im Jahr 2006 jedoch, nachdem er in seinem Heimatort seinen Highschool-Abschluss nachgeholt hatte und daraufhin wieder nach Los Angeles zurückkehren wollte, verschwand der damals 18-Jährige auf mysteriöse Weise. Das letzte Lebenszeichen war ein Handyanruf an einen Freund am 5. Januar 2006. Wenige Tage später, am 9. Januar, wurde sein Auto gefunden, ohne eine Spur von ihm. Die Behörden führten eine umfangreiche Suche durch, die jedoch erfolglos blieb. Es gab mehrere unbestätigte Berichte von Sichtungen von Pitchler in verschiedenen Teilen des Landes, aber keine davon konnte bestätigt werden. Es wird spekuliert, dass Pitchler möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte oder dass er untergetaucht ist, um ein neues Leben zu beginnen. Es gibt jedoch keine konkreten Beweise, die einer dieser Theorien unterstützen. Und nun noch zu einem aktuellen Fall. Julian Sands, geboren am 4. Januar 1958, ist ein britischer Schauspieler, der seinen Durchbruch mit seiner Rolle in dem Film Arachnophobia aus dem Jahr 1990 hatte. Im Januar 2023 machte sich der 65-Jährige auf zu einer Wanderung am südkalifornischen Mount Baldy, kehrte von dieser aber nie zurück. Seitdem wird er dort von der zuständigen Polizeibehörde sowie freiwilligen Helfern gesucht. Allerdings erschweren die gefährlichen Wetterbedingungen auf dem Berg immer wieder die Suche, so dass die Suche auch immer wieder mit Drohnen ausgeführt wird. Seine Familie hofft weiterhin, dass sie Julian Sands finden. Und das war's mit dem Video. Was denkt ihr? Steckt hinter dem Verschwinden der Person immer ein trauriges Unglück, wie ein Unfall oder doch etwas anderes? Schreibt mir eure Gedanken doch gerne in die Kommentare und wenn ihr möchtet, könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Fall.